Fuck, das habe ich befürchtet. Okay, also kaufen wir uns eine Rüstung, kaufen wir uns mehr Bewaffnung und machen dann die Mission nochmal. Obwohl, hier ist ein Gratis-Taxi zur Mission. Oh. Manu. Gibt es hier in der Nähe ein Ammunition? Nicht. Madam. Dich aus deinem Auto schmeißen. Merkst du doch. Carter. Ich bin da. Sieht so aus. Es gäbe es dann nichts, was auf dem Weg liegt. Also fahren wir nach Norden. Ah, ist das ätzend. Gut. Rüstung, Waffen. Dann nochmal versuchen. Lance, was machst du nur? Wo bist du da nur reingeraten, Lance? Was hast du dir es nur angetan? Da ist der Ammunition. So, ich hätte gerne... das einmal... Ui, da kriege ich ja richtig viel Muni für. Das und... das... Und dann ist da drüben, glaube ich, der Ausgang gewesen, durch den wir reingekommen sind. Irgendwo. Da. Ja, genau. So, und der Plan sieht folgendermaßen aus. Mit dem Taxi fahren wir dahin, brechen durch den Eingang durch. Hoffentlich lebt das länger als das andere Schrottding. Wenn wir durchgebrochen sind, fahren wir einfach weiter, ohne uns mit den Wachen am Eingang irgendwie aufzuhalten, bis wir bei Lance sind. Und wenn wir bei Lance sind, dann steigen wir erst aus und ballern uns da den Rest frei. Und danach geigen wir dem Penner mal unsere Meinung. Das sagt immer, wir sollen zusammenhalten und macht dann selber sowas. Gott, aber diese Mission, also die Missionsbeschreibung konnte ich jetzt zumindest überspringen. Das ist gut. So. If you can't wear a spandex jumpsuit, what can you do? This is the Rock. Rock. Ach, komm. Ja, es passiert das, was ich irgendwann in der ersten Aufnahme schon mal erwähnt hatte. Wenn ich diese Songs wieder kenne, passiert es, dass ich zwischendurch mal so ein bisschen mitsinge. Ja. Ich mag die Musik. Ich mag sie sehr. Auch das Taxi ist nicht das schnellste Fahrzeug, aber es ist zumindest ziemlich stabil. Kippt nicht so leicht. Da war ich ja ziemlich entsetzt, dass es das Polizeiauto schon tut. Naja. Oh, ich krieg
wirklich ein paar wenige Frames gerade. Ah, jetzt geht's wieder. Ne? Ah, doch. So. Das ist besser so. Blown to shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do, Mike Lons? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure, I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Ah, fuck it. Der ist da bloß reingebackt. Ach, da seid ihr. Was zum Henker? Gott. Ich würde sagen, ich habe jetzt auch schon über eine Stunde aufgenommen. Ich habe noch ein bisschen Material aus der letzten Aufnahmesession, was ich hier mit in den ersten neuen Part mit reinschneiden kann. Ich würde sagen, ich gehe mal speichern. Und schau dann mal, wie ich diese Mission sinnvoller angehe. Also ich weiß auf jeden Fall, nur umziehen möchte ich nicht unbedingt. Mit der kann ich mich nämlich nicht bewegen beim Schießen. Warum auch immer. Ja, ich schau mal. Irgendwas, irgendwie kriegen wir die Mission auch hin. Aber nicht mehr in dieser Aufnahmesession. Könnten noch bei einer Derby mitmachen. Könnte ich mir mein Geld wieder ein bisschen auffrischen? Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Das machen wir nochmal. Ach, dafür muss es... Obwohl, nach jedem Speichern vergeht Zeit. Es ist 14 Uhr, das reicht noch nicht. Es muss noch später werden. Ich habe schon einen Monat nicht mehr gespielt, habe ich da gerade gesehen. Also nicht mehr die Aufnahmen gemacht. So, 20 Uhr, das müsste reichen. So, und wie wir alle wissen, explodieren Autos, wenn sie auf der Seite liegen. Vielleicht Taxis nicht. Doch, jetzt. So. Jetzt wollten wir bei einer Derby mitmachen. Dirt Ring. Was ist denn der Dirt Ring noch? Okay. Das ist dann auch. Dann kriege ich natürlich auch noch direkt das Schwerste. Oh. Mist. Hm.
Ach, da hätte ich mehr Gas geben müssen. Haben wir noch irgendwas? Ne. Das ist mir das ja auch egal. Ach Gott, ja, ich habe eigentlich gehofft, dass eine Chaos Derby oder sowas sei, aber das hier ist meines Erachtens nach die schwerste von den Missionen, die man hier drin haben kann. Wobei mir fällt gerade die dritte tatsächlich nicht ein. Wer weiß, vielleicht werde ich über die noch mehr fluchen, wenn ich sie irgendwann mal mache. Den hat er nicht genommen. Warum nicht? Ach, okay, ich habe eine Idee. Ja. Da sind noch welche. So. Den. Wow, dass das möglich ist, wusste ich noch gar nicht. Also nicht mehr. Ich glaube, ich habe die. Doch, ich meine, ich habe irgendwann früher auch mal 100% gemacht. Also eigentlich. Ja, egal. So. Es war mir jetzt gerade neu, dass so. Dass man überhaupt so durch den Looping durchkommt. Ich dachte eigentlich, man würde da unterwegs bestimmt runterfallen, aber ich habe mich getäuscht. So. Den muss ich von dort anfangen, war ja klar. So. Den muss ich von dort anfangen, scheinbar. Ja, und ist auch noch so ein langer Weg. Haha. Noch komplizierter hätten sie es ja nicht machen können, ne? Ach Gott, komm, gib mir den wieder. Danke. Von der anderen Seite. Versuchen wir den nochmal. Na gut, die Zeit zählt nach oben und nicht nach unten. Ach, hier kommt man auch hoch. Autsch. Was zum Henker? Ja, ja. Wunderbar. Ja, sowas hätte ich eigentlich erwartet, aber wir haben ja gerade gesehen, das geht tatsächlich. Oh, nein, 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 nicht so weit weg. Komm wieder her, danke. Na, Mist, da hätte ich noch ausbalancieren müssen. Mist, verfehlt. Hä? Muss ich da etwa auch wieder nach oben ziehen? Ja. Muss ich. Scheinbar. So. Den aus dem Ring habe ich schon.